So, jetzt hier auf dem neuen, was hat er da geschrieben, HP kannst du auch zeigen, aber die ist noch nicht, ja. So, jetzt hier beim neuen Serverless Show, ja, die Welt hat sich ein wenig geändert. Hier ist unsere Anfangsecke, ja, hier ist die Rezeption, da sollten eigentlich Mods stehen. Die stehen da aber nie, egal. Naja, das hier ist das große, geräumige Spawnhaus. Nicht so ein Glasding wie das letzte. Und hier stehen die Regeln. Wie gesagt, Regeln sind einzuhalten. Ja, hier. Admins und Moderatoren respektieren. Regelverstoß führen zum Bann. MC-Bann, keine Beleidigung, kein Spank, Greifen verboten. Ja, kenne ich alles. Könnt ihr dann ja lesen. Wartet kurz. Ach ja, man kriegt, man kriegt alle paar Minuten, ich glaube Viertelstunde ist das, Geld. Ja. Hier oben ist die Bahnstrecke. Wenn ihr dann das hier seid, wird euch Gräune, unser Admin, hier empfehlen zu, hey, Pontia Design Farm geändert. Derb. Ach ja, das ist unser Lieblingsmod Pointy. Admin. Unser Lieblingsserver-Admin ist natürlich Gräune. Egal, also Gräune wird euch dann hier entlang führen. Oder wahlweise auch ein anderer vom Team. Und wird euch dann hier ein Grundstück zuteilen. Da haben wir zwei, die gerade bauen. Die bauen da ihr Haus. Die haben schon Mossstone gefunden. Habe ich auch schon gefunden. Ja. Also dann kriegt ihr eines der Grundstücke hier. Und da hinten, das hier mit den ganzen Bäumen drin, das Haus. Das ist die Baumfarm. Hier dürft ihr Bäume fällen, so viel ihr wollt. Solltet ihr am Anfang machen, wird euch Gräune wahrscheinlich auch empfehlen. Ah ja, und wie ihr seht, Saplings nachsetzen. Saplings könnt ihr hier aus der Truhe entnehmen und dann wieder reinsetzen, wenn ihr wollt. Und hier hinten, weil das reicht ja nie aus, gibt es dann noch einen zweiten Baumraum. Der ist auch gut beleuchtet. Wie immer gibt es keine Monster hier. Und so, das ist der Manu. Hi. Naja. Das ist die Mine. Da laufen wir mal ganz schnell runter. Nein, ich werde jetzt nicht anfangen zu meinen. Ja. Die beiden hier waren mal offen. Verfolgt ihr uns jetzt? Egal. Ihr kennt mich ja eh. Die beiden waren mal offen. Die sind nur jetzt geschlossen, weil wir da drin zu viel gebuddelt haben. Wir müssen hier auf Lift Down rechtsklick und sind unten. Jetzt machen wir ganz schnell Lift Up, damit wir den Manu los sind. Ach, fuck! Naja. Am liebsten würde ich jetzt so einen Bogen nehmen und den so dreimal in die Fresse schießen hier. Oder gleich die ganzen 31 Pfeile. Darf ich aber nicht. Ja. Ich wollte hier eigentlich hier langlaufen. Das kürze ich jetzt mal kurz ab. Da gibt es leider noch keinen Warp-Punkt, sonst würde ich jetzt warpen. Obwohl, ihr sollt es ja auch mal sehen. Hier sind übrigens die ganzen Grundstücke, sind recht viele. Ich glaube, der Server hat 20 Slots vorerst. Das ist das Einkaufszentrum, das unvollständige. Oder
unvollständig, sage ich deshalb, weil es hier kein Dach gibt. Ich weiß nicht, ob das vollständig sein soll. Warum verfolgt er mich? Naja. Der rennt gleich wieder um mich rum. Hat da vorhin Spaß mit gehabt. Egal. Ja. Guck mal, wir haben einen Schoßhund. Ach, wie süß. Hätte ich ein paar Knochen, würde ich ihn zähmen. Admin-Shop. Nein, da dürfen nicht nur Admins rein. Dürft ihr auch rein. Hier, die Preise sagt ihr jetzt. Boah! Teuer! Ihr kriegt 1000 in einer Stunde. Also, eine Stunde hier bauen, kriegt er... eine Stunde online sein, kriegt er schon die 1000. Ja, das kürze ich jetzt mal kurz ab. Slash warp. Baumfarm. Warping to Baumfarm. Jupp. Ich weiß gar nicht, wie viel VIP kostet. Ach, da ist er ja. Hier, vielleicht können wir uns ja mal Häuser von einigen Usern anschauen. Ich glaube, das mache ich mal. Wartet kurz. Braune Wolle. Und der Arsch verfolgt mich immer noch. Egal. Bastians Haus. Naja, hier, wer wohnt hier? Dennis. Warte mal kurz, wer ist denn online? Slash who? 10 Player sind online. Also hier Pointy ist online, hier der ist online, Dennis ist online. Ich frag mal Pittleson, wenn ich das nicht richtig ausspreche, kann er mich mit einmal mit seinem Eisenschwert hauen, wenn er eins hat. Pittleson. Darf ich in dein... Ach nee, das frage ich nicht. Vielleicht ist das nicht fertig und dann... Hier wusste er nicht, dass ich das aufnehme. Naja. Egal. Spawn. Endlich sind wir diesen Quälgeist Manuel wieder los. So, dann geht's jetzt weiter. Hier schön die Stufen hoch. Und dann, wenn ihr ein Minecart besitzt, könnt ihr Bahn fahren. Und tsk. Hui! Wir fahren jetzt mal kurz zum Wald. Und jetzt wird's gleich rasant. Wow! Wie schnell. Jetzt geht's hier um die Kurven. Wum! Was denn los? Naja, ui, und stopp. Komm her. So, Wald. Ich denke, das kann man lesen. So. Dann gehen wir die Treppe hoch. Gehen hier hoch. Hier wurde mit Scheiße, mit Pistons gearbeitet. Richtung Spawn, Richtung Wald, ja, ja. Ja, dann kommt ihr hier bei der U-Bahn-Station raus. Hier könnt ihr Grundstücke kaufen. Man kann allerdings immer nur ein Grundstück besitzen. Ja, wartet kurz. So, bin wieder da. Ich musste die Aufnahme kurz unterbrechen, da ich mal für kleine Let's Player musste. Naja. Ach ja, hier, da gehen wir dann von den Grundstücken hier lang. Hier darf man sich Bambus nehmen, allerdings nur bis hier. Also der unterste muss immer stehen bleiben, damit er wieder nachwachsen kann. Und hier, Saplingshütte. Saplings gratis. Pointy sagt immer, ich hole mir massenweise Saplings zum Wegschmeißen. Nö, eigentlich zum in der Truhe drin liegen lassen, aber...
Naja, Slash. Ach nein, das mache ich. Ich zeichne für euch die Fahrt auf. Ha. Da werden sich dann bestimmt einige ärgern. Das dauert zu lange. Bäh. Naja, Eier. Habe ich es jetzt dabei? Ja. Ja, dummes Huhn. Damit ihr das auch mal seht. Hier, Richtung Spawn. Klick und klick und... Zuck. Fahr. Dann fahren wir jetzt hier lang. Kurve, Kurve, runter. Kurve, hoch. Kurve. Und da treffen die beiden Strecken wieder aufeinander. Und jetzt fahren wir hoch. Hui, und wieder draußen. Das ist der Brunnen. Der Stadtbrunnen. Hier nochmal die Baumfarm. Wer rennt da oben rum? Der Gräune rennt da rum. Spawnhaus. Jetzt kommt da wieder angerannt hier. Das machen die immer cool. Ah, scheiße. Jetzt hat mich der Text von Pointy irritiert. Das machen die immer so. Das ist die Arena, da kann man nur zu festlichen Anlässen oder zu Streitigkeiten rein. Lohnt sich eigentlich auch nicht, das jetzt weiter zu erklären, da ich eh nicht rein kann. Aber das hier lohnt sich. Jetzt sieht man den nicht, oder? Ist ja ätzend. Jetzt sieht man den nicht. Ach, ist doch scheiße. Wartet. Ui, ich habe Geld bekommen. Ja. Wer verkauft Glas? Habe ich Glas? Habe ich Glas? Nö. Hab kein Glas. Da, unseren Mario. Den hat unser netter Admin Xabor gemacht. Pass auf, gleich ist unser Minecart weg. You don't have permission to place vehicles here. Ja und, was ist, wenn ich während der Fahrt mal aussteigen muss, zum Pinkeln oder so? Meint er mich? Ich habe immer Angst, wenn die sowas sagen, dass die mich meinen. Dann laufen wir eben. Das würde normalerweise schneller gehen jetzt hier. Ja, ja, wird schneller gehen, wird schneller gehen. Ach ja, Shops darf man nur in der Mall haben. Ja, dieses überaus, wie ich finde, genial kreierte Gebäude. Das ist einem echten Gebäude nachempfunden. Ich finde, das hat unser Pointy richtig, oder Pointy Fix eigentlich heißt er, richtig super nachgebaut. Sieht im Original sehr ähnlich. Leider war ich noch nie drin. Hier, da kann man auch so lustig durch Bögen entlanglaufen. Da unser Pointy ja Österreicher ist. Naja. Hier, so sieht das von drinnen aus. Das. Ach, jetzt ist der Chat wieder voll. Das ist in der Mall, wenn. Steht da allen Ernstes ein Schaf. Und das rammt uns gleich runter. Hier. Und hier. Oh, Gott sei Dank. Fahr. So. Das war die vorletzte Station. Die letzte Station ist die VIP-Station. Ja, das war die VIP-Station. Ich hoffe, demnächst kommt hier noch mehr. So viel mehr halt, dass ich die Skyline noch mal verbessern oder mehr ausstrahlen kann. So, Endstation. Glück. Hier ist VIP-Gelände. Das ist unsere VIP-Mauer.
Hier kommen Wips rein. Ja, ich bin der einzige VIP. Ja, da kann ich nur für werben hier. Kauft euch einen VIP-Account. Hier geht's auf. Warte mal. So. Also da geht's auf. Das hier ist meine Nationalflagge. Die bayerische. Nicht sehr gut, aber egal. Hier ein kleiner Tempel. Eigentlich mein Waffenbunker. Da drin sind lauter Waffen. Ach, mal schauen, wie weit ist das denn fortgeschritten? Ja, ja. Ach Mensch, Mensch, jetzt fehlt das hier noch. Ja, hier will ich das Tiere spawnen, damit ich hier so einen Käfig habe, wo die Tiere dann rumlaufen und ich die dann reihenweise abmurksen kann, so wie ich jetzt dieses Kakun abmurksen werde, um mehr Pfeile zu bekommen. Jetzt springt das allen Ernstes da rein. Ich glaube das nicht. Lass mich da rein, du dumme Zuh. Lass mich in mein eigenes Gehege für dich rein. Geh rein. Fein. Warte, so wollte ich das machen. Dann stehe ich hier mit den Pfeilen. So. So. Hier dann mein Haus. Nichts Besonderes. Hey, cool, Teamspeak-Server. Muss ich gleich wieder reingehen? Boah, scheiß Huhn. Boah, dieses fucking Huhn, hier. Stirb. Also, das gibt es doch jetzt nicht. Hier, einer Einfall fehlt. Da ist er. Was? Das spawnt hier auf meinem... Scheiß Huhn. Das sieht so verdorrt aus. Soll ich mir das halt fertig? Ich weiß gar nicht, wie der Weizen bei Mieser... Ach, das war fertig. Ist ja derb. So sieht der fertige Weizen bei Mieser... Ja, ernte ich gleich. Ja, das hier ist mein kleines Haus. Das ist noch nichts so Besonderes. Da fehlt noch die Tür. Muss ich auch noch machen. Hier, das ist Lapis Lazuli. Wolle. Hier, meine kleine Pistendusche. Ah, ja. Gemütlich. Ah, hier, schön Shampoo. Und wieder aus. Hier habe ich mit Glas gearbeitet. Dann geht's hier jetzt in den zweiten Stock. Damit ich nicht immer so viel klicken muss, habe ich jetzt hier den Schalter hingemacht. Hier ist auch sicher, einbruchsicher. Was, Marius? Marius? Die Marius. Marius kommt, geil. Ja, hier kann man pennen. So sieht das Bett halt leider aus. Ja. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Hier, jetzt kommt Manuel wieder an hier. Ich habe Marius geworben und so bla bla bla. Hier, mach mich wieder Admin. Nein, das geht leider nicht. Also, VIP-Grundstücke sind wirklich groß. Sehr groß. Naja. Was kann ich denn noch... Ach ja, in der Mine gibt's noch... Warp. Baumfarm. Warping to the Baumfarm. Habe ich eine Spitzhacke dabei? Ja, ich möchte ich gerne euch zeigen. Die, wann kommt Marius? Ah, diese haben ihr Haus auch weitergebaut. Hey, Pointy! Boah, bricht er einfach ein. Bricht er einfach ein. Hey, hat der Clay da hingesetzt? Wartet kurz. Wenn der da Clay hingesetzt hat, hat der da wieder Clay?
Grrr. Das sagt er immer, wenn ihm was nicht passt. Ah, hier, Clayt, buddelt also jemand fleißig. Und zwar der gute Commander 6. Ach Mist, jetzt hat mich eingebuddelt. Arg! Was ist denn jetzt hier los? So. Jetzt kann er da weiter bullen. Ne? Weil er hatte gerade Clay in der Hand. Ich dachte, könnte ich hier meine Sachen weiter ausweiten. Ach ja, ich wollte eigentlich zur Mine. Oder? Wollte ich zur Mine? Marius! Marius! Ah, Marius ist da, Marius. Ah, Marius. Ja. Der Kerl ist nett. Lift Doven. Da, hier. Die Mine ist mit Bedrock eingegrenzt. Also ihr könnt nicht weitergraben, weil wir früher zu viel gegraben haben. Naja, mach ich nochmal. Slash. Spawn. Wetten, der hat einen Standard-Skin? Nein, hat er nicht. Hätte ich... LOL. Cool, so. Marius, 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 Marius. Ah, Arena wird gleich geöffnet. Da unterbreche ich mal bis dahin die Aufnahmen. Könnt ihr mal einen Arena-Kampf sehen. Tschüss. So, leider gab es dann doch keinen Arena-Kampf. Die wollten alle nicht. Ah, trotzdem habe ich hier mit unserem kleinen Pointy ein bisschen gekämpft. Aber das wollte ich euch nicht zeigen. Es war viel zu schrecklich. So viele Pfeile wieder flogen. Naja, egal. Hier jetzt nochmal mit einem abschlüssigen Bild oder mit einem abschließenden Bild. Dem Spawnpunkt und unserem neuesten User, Nike70. Und mit diesem Bild gebe ich zurück. Oder ich gebe gar nicht zurück. Naja, tschüss. So, und jetzt noch hier kurz die Webseite unseres Servers vorstellen. Ja, die IP werde ich unten in die, da wo der Pfeil hin zeigt, in die Beschreibung schreiben, genau. Ja, das ist nicht der Willkommensbildschirm, wie man meinen könnte. Warte, ich enter mal kurz. Tuck. So sieht das leider aus. Die Webseite ist auch noch im Aufbau. Und deswegen kann man das hier noch nicht sehen. Naja, die Willkommensseite. Hier steht die Server-IP und nicht mehr aktuelle Infos, die aber auch noch bearbeitet werden. Sorry, ich esse gerade. Hatte so Hunger. Egal. Ja. Die Server-IP steht hier. Schreibe ich auch wieder unten rein. Ah ja, VIP. VIP-Vorteile. Ihr habt folgende Vorteile. Hier spinnt der manchmal hier. Der kann diese Sonderzeichen Ü und sowas nicht. Hier, und dann hier kann man via PayPal eine Spende schicken, um VIP zu werden. 10 Euro. Die Regeln sind auch schon längst nicht mehr aktuell, denke ich. Aber haltet euch einfach an die, dann sollte es schon sein.
einen rechten Weg finden. Das Team und der Server. Ja. Hier stehen dann Teile für den Server. Wartet. Hier seht, ich bin auch in Minecraft on. Naja. Deswegen wundert euch nicht gleich. Ach ja, ich kam noch gar nicht dazu. Hier die Befehle. Eigentlich sind diese beiden hier auch Webbefehle. Naja. Und diese beiden hier sind nur Mod-Befehle. Aber egal. Hier, jetzt Live-Map. Na? Für den Zweck habe ich extra hier noch... Ach, hier bin ich. Hier, Server-Admin-Greune. Die stehen hier alle verwarnt. Das ist Wahnsinn, ja. Stehen da alle. Pointy steht da. Hier. Da sieht man immer, was geschrieben wurde und so. Hier, das ist das. Hier sieht man einfach alles von oben. Da stehe ich, der VIP Chuita, das ist mein Haus. Hey, so groß ist das? Da kann man auch ranzoomen. Ja, das hier, ja, das sind Blumen. Ah, da ist also immer noch nicht alles voll. Ach, das sind die Fackeln, na. Na, die haben gerade Nacht, haben wir Nacht? Nö. Hm. Ist Krone eigentlich? Ja, na klar ist der on. Ach ja, und jetzt hier. Ja, das habe ich noch nicht erforscht. Deswegen ist da noch schwarz, denke ich. Man kann auch auf die einzelnen Namen klicken. Hier zum Beispiel auf den Commander. Dann zeigt er dir hier den Commander an, wo er ist. Oder hier auf Nike. Dann hier gehen wir mal auf mich. Und dann, wo ist der Manu? Wo rennt denn der da rum? Der ist aber auch immer in dem Let's Show drinne, ne? Immer. Ach, hier ist der Wald. Ja, der rennt hinterm Wald irgendwo rum. Naja. Können wir ja mal ranzoomen. Ah, da sind Blumen. Der steht da nur dumm rum. Naja, und jetzt? Jetzt schreibe ich mal was. Hi. Jupp, das sieht man dann hier. Seht ihr? Jetzt werden sie gleich fragen, wer bist du? Ist ein bisschen verzögert bei mir. Guckt, und da oben steht die Zeit. Wie so spät ist es auch. Wartet. Ups, falsche Taste gedrückt. So. Ist das nicht wunderbar? Verlasse ich das wieder? Ja. Und das, dann kommt noch hier das Impressum. Da stehen dann Kontakte und so hier. Angaben, Telefon, Kontakt, Urheberrecht, Datenschutz und all so ein Käse. Alles das, was ich ganz uninteressant finde. Naja. Das ist unsere im Aufbau befindliche Webseite. Wie gesagt, der Link wird unten drinnen stehen. Ja. Und dann würde ich sagen, tschüss.